Willkommen, wir sind live. Marketing Automation steckt nicht mehr in den Kinderschuhen, sondern ist erwachsen oder erwachsener geworden. Hey, wir haben Unternehmen zum dritten Mal im Dachraum befragt, wie gut sie bereits damit laufen lernen oder laufen gelernt haben und haben mit der ZHAW als wissenschaftlicher Partner und einem richtig coolen Forschungsteam heute erstmals diesen Marketing Automation Report 2023 parat. Und haben die Experten hier live on stage, die Geburtshelfer und Wegbegleiter für Marketing Automation. Und das Coole daran ist, halt wirklich aus der Wissenschaft und der Praxis kombiniert. Und gerne stelle ich gleich als erstes diese Marketing Automation Report Familie vor. Ich starte gleich mit der ZHAW als wissenschaftlicher Partner. Carmen Oswald. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Marketing Management und arbeitet als Marketing Advisor und Consultant und macht Beratungsprojekte mit dem Schwerpunkt CRM und E-Commerce. Auf ihrem LinkedIn-Profil habe ich die Hashtags CRM und E-Commerce gefunden. Dr. Darius Zumstein, er ist unermüdlicher Senior Researcher und Dozent am Institut für Marketing Management. Er leitet den CIS Digital Sales und Marketing in B2B und CIS Digital Commerce. Neben diesem Marketing Automation Report betreut er auch oder führt er auch das E-Commerce Lab und muss hier an dieser Stelle meinen unglaublichen Dank für diesen riesen Einsatz aussprechen. Es macht richtig Spaß, mit ihm im Team zu arbeiten. Er hat hier wirklich ganze Leistung hingeklatscht, unermüdlich. Auf seinem LinkedIn-Profil steht E-Commerce, Digital Analytics und Marketing Automation. Im ZHAW-Team sind weiter dabei Professor Dr. Frank Kannisch, er ist Professor für Marketing an der ZHAW und stellvertretender Leiter des Instituts für Marketing und Leiter der Fachstelle Customer Management und E-Commerce. Und auch Dr. Adis Merzanovic, er ist Dozent an der Fachstelle für Communication und Branding des Instituts für Marketing Management an der ZHAW. Jetzt zu den Forschungspartnern. Wir haben hier Urs Thüring, er ist CEO und Partner bei der Majoris und berät Kunden entlang des gesamten Customer Journeys von Marketing Automation und hat natürlich immer die relevanten Technologien dazu. Er ist aber ursprünglich Jurist und deshalb auch sein Thema oftmals First-Party-Data. Von ihm habe ich sogar den Begriff gelernt, Zero-Party-Data, wenn der Teilnehmer selbst die Daten bereitstellt. Und er automatisiert den Dialog des ganzen Kundenlebenszyklus. Sein LinkedIn-Profil sagt mir, Marketing Automation, Digital Marketing und natürlich Data Privacy. Er steht da sogar auch Lecturer. Dann Klaus Völk. Er ist geschäftsführender Gesellschafter und Senior Consultant bei Webalyze. Er baut mit seinem Team für seine Auftraggeber neue Digital Unternehmensbereiche auf und integriert moderne Prozesse. Für mich ist er der Mr. Web Analytics und er kümmert sich um die Implementierung, das Reporting und A/B-Testing. Und sein LinkedIn-Profil habe ich erspäht, natürlich Web Analytics. Dann haben wir noch Alexander Wicki. Er ist Senior Consultant und Head of Digital Marketing und Sales bei der Atedo. Er macht die Konzeption und Umsetzung von digitalen Sales- und Marketing-Projekten für CRM- und Marketing-Automatisierungsplattformen wie zum Beispiel HubSpot ein. Er hat auch bereits eine Studie zur Nutzung von Marketing Automation in der Schweiz verfasst und auf seinem LinkedIn-Profil, ich habe das natürlich nicht gesagt, sonst hätten die das noch anpassen können, aber da steht noch Digital Sales, Lead Management, Lead Generierung und Digital Marketing. Ja, und dann noch Valentin Binnendijk und ich, Marc Gasser. Wir sind Herausgeber des Marketing Automation Reports und auch Gründer von Pedalix. Wir automatisieren die Lead-Generierung von B2B-Unternehmen, speziell im Bereich Software, und identifizieren dabei die kaufbereiten Kontakte. Wir haben unter anderem diese Studiendaten auch genutzt, um ein Framework zu entwickeln. Wir nennen das den Marketing Navigator und bauen regelmäßig Industry Benchmarks. Okay, ich habe vorher gesagt, Marketing Automation ist erwachsen geworden. Ja, das Problem, es gibt nach wie vor Kinderkrankheiten, es gibt Herausforderungen wie zum Beispiel fehlende Ressourcen oder undefinierte Prozesse für die systematische Pflege von Leads und Kunden. Es ist nicht einfach, laufen zu lernen. Es braucht schon häufig einen Plan. Aber
Wir haben herausgefunden in dieser Studie, dass doch einige Unternehmen laufen gelernt haben und auch viel Nutzen und Vorteile daraus sehen. Also die Ergebnisse des neuesten Marketing Automation Reports zeigen, dass 75% der befragten Unternehmen Marketing Automation als relevant erachten. Und was cool ist, es ist mittlerweile Nummer 4 der wichtigsten Marketingtechnologien nach CRM, E-Mail-Marketing und Suchmaschinenmarketing. Dann Marketing Automation bietet gemäß der Studie vor allem die Vorteile, wenn Unternehmen das nutzen, dass sie Zeitersparnis bei repetitiven Aufgaben sehen und eine effizientere Lead-Generierung, was dann schlussendlich auch zu mehr Conversions führt. Okay, wir haben das ganze Teil entwickelt für Marketing- und Vertriebsfachleute sowie Geschäftsleitungsmitglieder im gesamten Dachraum. Wir haben das jetzt zum dritten Mal durchgeführt. Letztes Jahr hatten wir eine Nettobeteiligung von 464 Umfrageteilnehmern. Davon haben es aber 414 beendet. Im B2B waren knapp 74%. Dieses Jahr waren es 378 netto beteiligt und beendet haben es 226. Warum das so ist, warum diese Umfrage so lange geworden ist, kommen wir auch noch darauf zurück. Und B2B war ein bisschen mehr, 76%. Genau, die Branchen, die da mitgemacht haben, sind vor allem IT-Softwareunternehmen, SaaS-Unternehmen mit 25%, dann Dienstleistung, Kommunikation mit 16,5% und dann Finanzwesen mit 9,6% sind so die Top 3 Branchen, die mitgemacht haben. Hey, jetzt zum Ablauf. Wir starten gleich mit Carmen und den Herausforderungen und eben auch den kritischen Stimmen. Hier gehen wir auf diese Herausforderungen ein und wollen halt auch ein bisschen zeigen, ja, was hat funktioniert, was nicht, und gehen danach aber dann schnell weiter zu diese Nutzen und Use Cases, zu diesen Vorteilen. Und ja, also das ist natürlich schon, oder wir versuchen hier möglichst neutral und realistisch das wiederzugeben, aber ich muss hier vorausschicken, natürlich sind wir halt schon, das sind unsere Babys, diese Technologien, und wer spricht schon schlecht über seine Babys? Natürlich präsentieren wir hier die Use Cases und Nutzen, die gut funktionieren, und haben da das Gewicht drauf, dass wir halt auch was weitergeben können. Also wir sind voreingenommen, weil wir da unsere Babys auch entsprechend halt gerne haben und gerne auch helfen, da laufen zu lernen. Okay, wir sehen aber, dass das Laufenlernen einen Plan erfordert. Und jetzt, falls ihr euch fragt, warum ich denn die ganze Zeit von Laufenlernen und Erwachsenwerden und Babys spreche, wir haben in diesem Jahr erstmals eine Hilfe für die Planung entwickelt. Und zwar ein Benchmark, der hilft bei der Analyse, der Erstellung und der Umsetzung von Marketing Automation Strategien, Plänen. Und wir nennen das Ding Marketing Automation Maturity Index oder eben MAMI. MAMI ist ein Kompass für den besten Weg zu automatisiertem Marketing und wollen da mit diesem Reifigungsmodell zeigen, dass es halt einfach viel Aufmerksamkeit bei spezifischen Bereichen benötigt und die Planung vor allem ein elementares Stück Grundlage ist, das halt nicht vergessen werden darf. Das ist die erste Version, die wir hier haben mit diesen Dimensionen. Und die entstand aus einer Masterarbeit an der ZHAW von Alina Garbin. Und jetzt haben wir diese Daten erhoben. Und in 2 Wochen werden wir bereits die neue Generation vorstellen können mit den neuesten Daten als Grundlage für noch einen besseren Vergleich, wo man steht im Benchmark zu der Industrie und vor allem auch, wo man am besten Prioritäten setzt, da hinzuschauen, genauer hinzuschauen. Ich finde es super spannend. Wir können das ständig verbessern und wir sehen auch, wie das weitergeht, und haben auch den Schwester-Benchmark für B2B-Marketing und für E-Commerce-Automation, die jetzt auch gleichzeitig am Entstehen sind. Okay, jetzt aber noch ganz kurz etwas Administratives und zum Ablauf. Ich übergebe gleich an Carmen, die dann die Herausforderung bringt. Darius wird dann Details zu diesem MAMI erklären und wir werden Nutzen und Relevanz von Marketing Automation mit den neuesten Resultaten bekommen. Danach frage ich die Experten, die hier live dabei sind, frage ich nach den Herausforderungen in der Praxis und vor allem auch den Nutzen oder die Use Cases, was dann wirklich gut funktioniert hat. Am Ende haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen
Und ihr dürft auch wirklich bitte hier unten rechts Fragen stellen. Schreibt das rein. Macht hier auch Upvote, falls ihr das Gefühl habt, doch, das ist eine coole Frage, ich will das nicht selber stellen. Und wir nehmen die dann am Ende dazu und besprechen das mit den Experten. Also nutzt die Chance, dass ihr hier Leute drin habt, die wirklich schon ein paar Unternehmungen live laufen gelernt haben und entsprechend auch die Chance, diese Fragen kompetent zu beantworten. Das Recording wird verschickt. Handouts haben wir vorbereitet, das kommt auch gleich mit. Und natürlich den Marketing Automation Report als allererste Delivery seht ihr dann auch dieses ganze PDF am Ende des Webinars. Deshalb müsst ihr halt noch ein bisschen drin bleiben. Am Ende kommt das dann mit. Hey, gerne dürft ihr auch zwischendurch Emojis zeigen. Ihr könnt das auch gerne jetzt testen, damit wir sehen, dass auch alle da sind. Es haben sich über 200 Leute angemeldet und gerne ein bisschen da Reaktion zwischendurch auch wieder. Wenn euch was gefällt oder nicht gefällt, oder vor allem eben auch, dass ihr seht, ah, da sind noch Leute drin. Wir sprechen nicht nur mit uns selbst. Hey, und jetzt, bevor wir rübergehen zu Carmen, eine kleine Mini-Umfrage. Und die lautet: Warum bist du eigentlich hier und was erwartest du in diesem Webinar? Jetzt kann ich an Carmen übergeben, sobald wir die Resultate da reinbekommen. Momentan der Stern ist, ich möchte lernen, was der Benchmark im B2B ist und wo ich im Vergleich stehe. Sehr gut. Darius, das ist eine Steilvorlage dann an dich. Carmen, stage is yours. Super. Vielen Dank, Marc, für die Einleitung. Ich musste auch noch kurz abstimmen hier auf dem Bildschirm. Ich sehe, die Slides sind bereits geteilt. Genau, also hier auf dieser Slide sehen wir die Herausforderung, die Unternehmungen gerade aktuell zu bewältigen haben in Bezug auf Marketing Automation. Und man sieht hier eine gewisse Auswahl und ich möchte eigentlich kurz auf die Top 4, die wir hier sehen, die Top 4, 5 eingehen. Und zwar ist zum einen eigentlich der große Herausforderung die fehlenden Ressourcen für das Content Marketing. Viele Unternehmungen, also genau gesagt 72%, sehen das eine mittlere bis große Herausforderung. Man sieht das hier an diesen blauen, dunkelblauen und cyanblauen Farben hier auf der linken Seite, ne, große oder mittlere Herausforderung. Gerade bei kleinen Unternehmungen, die haben häufig fehlende personelle oder finanzielle Ressourcen oder auch technische Ressourcen, um gute Inhalte, eigentlich wie zum Beispiel Produkttexte oder Fotos, zu erstellen und automatisiert über die verschiedenen Kanäle wie Webseite, Blog, Social Media etc. zu streuen. Dann als zweitgrößte Herausforderung sieht man hier auf dieser Grafik, dass eigentlich die fehlenden Informationen zu Kontakten, die kaufbereit sind, diese Informationen fehlen oder nicht zur Verfügung stehen. Also für fast zwei Drittel, ne, man sieht hier 64%, stellt das eine mittlere bis große Herausforderung dar, vor diesen B2B-Unternehmungen, die teilgenommen haben. Also man weiß eigentlich nicht, welche Kontakte kaufbereit sind. Also diese Entwicklung von einem Marketing-Qualified zu einem Sales-Qualified-Lead. Man hat wenig Anhaltspunkte innerhalb der Unternehmungen, ob es sich eigentlich um einen Cold-Lead oder um einen Hot-Lead mit einer hohen Abschlusswahrscheinlichkeit handelt. Dann hier an der dritten Stelle sind die fehlenden Prozesse für das systematische Pflegen der Leads. Also eigentlich diese Prozessthematik ist hier in der Top 3 dieses Sorgenbarometers dargestellt oder hat sich auch jetzt hiermit erwiesen, dass eigentlich fast jedes vierte Unternehmen, also diese 25% in diesem dunkelblauen Bereich, eine fehlende oder suboptimale Lead-Bearbeitung eine große Herausforderung darstellt. Dann an vierter Stelle haben wir die fehlenden Ressourcen für die Lead-Generierung und Bearbeitung. Dies ist hier auch bei 72% ein Thema, wie man hier auch bei den fehlenden Ressourcen fürs Content Marketing hier an erster Stelle eigentlich sieht, sind eher gleich auf, außer dass es bei einigen eher eine mittlere als eine große Herausforderung ist. Genau, also auch hier nochmals bei diesem Punkt 4 sieht man eigentlich auf der anderen Seite, ne, diese 8%, bei denen eigentlich genügend Ressourcen für die Kundenakquise zur Verfügung stehen.
und dementsprechend keine Herausforderung darstellt. Ja, und dann natürlich fehlendes Budget, auch hier wieder ein Thema, das alle Jahre auch wieder bestätigt wird, dass fehlende Budgetsprechungen oder auch allgemein fehlendes Budget für jedes zweite Unternehmen eigentlich eine große oder mittlere Herausforderung darstellt, weil vielleicht nicht der Fokus auf Marketing Automation liegt und somit auch wenig Budget in diesem Bereich zur Verfügung steht. Genau, also auch vor allem auch bei KMUs fehlen neben diesen personellen Ressourcen auch die finanziellen Ressourcen, um Automatisierungsprojekte im Bereich Marketing und Vertrieb umzusetzen und voranzutreiben. Und dann noch auf die restlichen, wir befragen jedes Jahr auch wieder ähnliche Herausforderungen, also wie auch hier wieder erkennbar ist für das zweite Unternehmen, auch wieder der fehlende Prozess für das systematische Pflegen von bereits bestehenden Kunden. Datensilos ist auch ein Thema, vor allem in verschiedenen Abteilungen innerhalb des Unternehmens, eine fehlende Abstimmung zwischen Marketing- und Vertriebabteilungen, auch bei jedem dritten Unternehmen eine mittlere bis große Herausforderung. Ungeeignete Software-Technologie, wo ich nachher gleich an Darius weitergeben werde zu dieser Thematik auch Marketing-Automation-Technologien, Tools. Genau, und dann auf letzter Position hier nach die fehlende Unterstützung von der Geschäftsleitung, ne, wenn das nicht in der Strategie oder in der Geschäftsleitung thematisiert wird. Kann das eine Herausforderung sein, sieht aber jetzt eigentlich so aus, dass bei vielen Unternehmungen, also hier bei 44%, ist eigentlich keine Herausforderung darstellt und bei ja, knapp jedem Drittel eine mittlere oder geringere Herausforderung. Genau. Ja, so sieht das aus zu den Herausforderungen. Ich bin auch noch gespannt, was hier in der aktuellen, in diesem Sample hier von unserem Webinar herauskommt, was Herausforderungen sind von Personen, die teilnehmen. Und ich würde an dieser Stelle dann gleich gerne weitergeben an Darius für den Deep Dive zum Thema Marketing Automation, den Insights zu der Studie. Herzlichen Dank herzlich willkommen auch von meiner Seite an die Teilnehmer, viele alte Bekannte und neue Bekannte aus Praxiszeiten, aber auch aus Forschungszeiten, ehemalige Studierende und Absolventen, ja. Ja, lass uns noch ein bisschen über Technologie reden und ihr wisst, Marketing wird immer komplexer. Marketing wird immer technologischer, es wird immer anspruchsvoller. Wir haben immer mehr Technologien im Einsatz. Wir kennen vielleicht vom Godfather of MarTech, Scott Brinker, diese Marketing Landscape, Marketing Technology Landscape, mittlerweile bei 10.000 Tools angelangt. Das ist nicht einfach. Wir befahren immerhin so 20, 30 Tools und reduzieren uns dann vielleicht nochmal auf die 15. Wie schon erwähnt von Marc eingangs, CRM braucht ihr. Also selbst mittlere und kleine Unternehmen sollten eine Kundendatenbank haben. Das ist einfach die Grundlage, überhaupt Marketing Automation zu betreiben. Auch E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing ist eine Top-Technologie, auf die man heute nicht mehr verzichten kann. Auch wenn das schon ein altes Instrument ist, so alt wie das Internet, ja, so 20, 30 Jahre alt. Aber ja, letzten Endes geht die ganze Information immer häufig noch über Newsletter, über Mailings, gerade auch bei der Automatisierung oder Personalisierung von individuellen E-Mails oder Newsletters. Und ja, Suchmaschinenmarketing, ihr wisst das, ja. Google, wir sind abhängig von Google. Google selbst sagt, dass 92% von der Customer Journeys, sowohl B2B oder B2C, bei Google selbst starten. Ja, ich suche mal in Google. Mal schauen, wie das in Zukunft ist. Ja. Aber ich denke, im Suchmaschinenmarketing kommt auch kein Unternehmen mehr herum. Das zeigen verschiedene Studien, nicht nur dieser Marketing Automation Report, sondern eben auch unsere Online-Händler-Befragung. Das gehört weiterhin zu den wichtigsten digitalen Marketing-Instrumenten. Da bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen, dass da plötzlich Marketing Automation auf Platz 4 aufgetaucht ist. Also, ja, ist vielleicht ein bisschen verzerrt, weil wir hier natürlich zu Marketing Automation befragen. Ja, das ist jetzt nicht repräsentativ über alle Industrien, auch alle Unternehmensgrößen bis hin zum kleinsten KMU. Die machen wahrscheinlich noch nicht häufig nicht Marketing Automation, aber da
dass es hier immer weiter hochklettert, zeigt wirklich eindrücklich, dass Marketing Automation immer wichtiger wird. Und ja, Social Media Marketing ist auch genauso wichtig. Alle haben auf Facebook, LinkedIn schon mittlerweile einen Account, die B2B sowieso auf LinkedIn. Und ja, Digital Analytics, wo viele von uns zu Hause sind. Klaus wurde schon erwähnt. Ja, Digital Analytics ist heute auch Grundlage, die man machen muss. Sanitas sitzt da auch im Hörerraum. Ja, da haben wir damals Adobe Analytics eingeführt. Die meisten anderen von euch haben wahrscheinlich Google Analytics. Also, wenn ich Google Analytics nicht installiert und im Griff habe oder Adobe Analytics, Matomo oder ein anderes Tool, dann muss ich gar nicht erst mit Automation anfangen. Ja, da gibt es natürlich viele weitere Technologien, wie man sieht, aber ich denke, heute interessieren uns vor allem die Technologie der Marketing Automation. Das ist auch ein interessantes Slide, die eindrücklich zeigt, dass vor 2-3 Jahren, wirklich nicht lange her, 60-70% der Unternehmen noch nichts im Marketing Automation gemacht haben. Also es ist eine relativ neue Technologie, aber die hat sich jetzt sehr schnell verbreitet. Auch Corona hat das sicher noch das verstärkt. Wie wir alle wissen, hat Corona einen starken Digitalisierungsschub gebracht, ja, das Thema vorangetrieben. Und so wie wuchs auch der Anteil der Firmen, die Marketing Automation als sehr relevant bezeichnen, von 18% auf 42% innerhalb von 2 Jahren jetzt dieser kurzen Studienreihe. Also das ist schon bemerkenswert. Und ja, für die, das sowas eher relevant einstufen, hier mittelblau, im ZHW blau gehalten, ja, ist immerhin von 14 auf 33 Prozent gestiegen und eher irrelevant, blieb eher konstant. Also, long story short, Marketing Automation wird jedes Jahr wichtiger. Und warum wird das wichtiger? Firmen können Zeit sparen, repetitiven Aufgaben, lästigen Aufgaben, Effizienz, ja, monotone E-Mails verschicken oder Reminder-E-Mails. Wir werden sehen, zum Beispiel verschiedene E-Mail-Onboarding-Ketten oder allgemeine Sequenz von E-Mails bei der Personalisierung. Das ist ein großer Nutzen. Es ist nachgewiesen in vielen Studien, nicht nur von uns, dass Marketing Automation mehr Leads bringt, gerade im B2B, sehr relevant, und nicht nur mehr Leads, sondern auch höhere Qualität von Leads. Und letzten Endes wollen wir ja Leads generieren und nicht nur, dass jemand eine Offerte rechnet in der Versicherung oder bei einer Bank, sondern eben das auch abschließt, sprich die Conversions. Gerade im E-Commerce natürlich die absolute wichtigste KPI, der Kunde muss kaufen, der Kunde muss konvertieren. Und deshalb ist es ein hoher Nutzen, dass Marketing Automation, die Automatisierung selbst zu mehr Conversions führt. Ja, Personalisierung der Kommunikation, der Interaktion mit den Kunden für relevante Themen ist der Kern der Automatisierung. Also die personalisierte Kommunikation, deshalb taucht die immer wieder auf. Sei es um eine Schaffung einer positiver Identität im Unternehmen, aber auch die Steigerung der Relevanz der Inhalte, die auf mich zugeschnitten sind, für mich interessant sind und relevant, aufgrund von meinem Klickverhalten, Informationsverhalten, Downloadverhalten, Like, Interaktionsverhalten und so weiter. Das ist natürlich entscheidend. Mehr Leads, ja, alle wollen immer mehr Leads. Das ist so der große Nutzen. Ein paar versuchen auch mehr. Wir wissen, Marketing wird immer teurer, der Werbe. Cost per Click, Cost per Lead, Cost per Click, ja, Sale. Tendenziell steigern und dann versucht man mit der Automatisierung Gegentrend zu machen, nämlich mehr aus dem Marketingbudget rauszuholen und die Kosten zu senken. Ja, effektivere Zusammenarbeit Marketing-Vertrieb, da kommen wir noch drauf. In einer digitalen Zeitalter können wir uns nicht mehr erlauben, digitale Grabenkämpfe innerhalb eines Unternehmens zu haben. Also Marketing und Vertrieb wachsen zusammen, die müssen zusammenarbeiten. Sonst haben wir ein Problem. Aber lass uns zum Mami kommen. Viele von euch haben diesem Mami schon teilgenommen. Wahrscheinlich 20-30% von den 80 Personen, die das noch nicht gemacht haben, können jetzt das Handy zucken und hier diesen QR-Code an dieser Umfrage teilnehmen. Nebenbei euren eigenen Reifegrad bemessen. Es dauert ein bisschen, ja. Hört trotzdem weiter zu, vor allem wenn die Experten reden nachher. Auf jeden Fall die Idee von diesem Reifegradmodell waren 6 Dimensionen. Bei ähnlichen Reifegradmodellen, zum Beispiel aus dem Analytics-Bereich, der OMI oder Digitalisierungsreifegrad,
ja, jedes Beratungshaus hat ja letzten Endes schon so ein Reifegradmodell entwickelt, auch für die Forschung relativ spannend. Wir haben gesagt, doch, 6 Dimensionen sind spannend, auch gesehen in der Masterarbeit, was auch empirisch und theoretisch validiert wurde. Man braucht eine Strategie als erstes. Also ohne Strategie zur Marketing Automation, wo will ich anfangen, was will ich damit bezwecken, welche Ziele im Online-Marketing will ich damit erreichen, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Also wir haben die Strategie beleuchtet, den Inhalt beleuchtet. Wir nutzen die beste Strategie, das beste Tool, die besten definierten Prozesse und die perfekten Datenmix, wenn ich keinen Content habe, den ich zur Verfügung stelle. Also Content ist eine ganz wichtige Dimension. Letztendlich auch die Organisation, wie ich das Ganze umsetze, ja, organisiere innerhalb des Unternehmens. Und als vierte Dimension die Prozesse. Ja, die Prozesse muss man digitalisieren, um überhaupt automatisieren zu können. Und ja, wir sind hier an einem Kreis von Nerds, von Datenspezialisten oder Datenmanagern. Die Daten müssen wir im Griff haben. Und dann, ja, sechstens ist sicher interessant, wo wir jetzt heute im Verlauf noch diskutieren. Was sind die Use Cases? Also, schauen wir nochmal ein bisschen an. Das haben wir gesehen, die 6 Dimensionen. Was ist bei der Strategie wichtig? Ja? Wichtig ist, jedes Unternehmen muss sich differenzieren können auf dem Markt. Im E-Commerce zum Beispiel sowieso. Weil der nächste Konkurrent ist nur ein Klick weg. Also muss mich jemand unterscheiden können. Ich muss meine Zielgruppe kennen. Ja? Oder zumindest über die Tools, die ich auf Social Media oder Suchmaschinenmarketing einsetze, ja, und das muss man auch dokumentieren, weil wenn ich nicht weiß, wer ich ansprechen will, ja, dann wird es auch schwierig. Dann ist es wichtig, wie schon angetönt, wenn ihr ja kein Management-Support habt, vom Mittelmanagement, vom Top-Management, entsprechende Budgets kriegt, wird es auch schwierig. Da sehen wir, 2/3 trifft das zu, die haben tatsächlich diese Priorität im Unternehmen vorhanden, bei den anderen 25%, wo das eher nicht gut zutrifft, und 13%, ja, da wird es natürlich schwieriger, wenn ich keine Rückendeckung habe oder Rückenwind durch die Geschäftsleitung, Marketing Automation voranzutreiben. Wie gesagt, muss man die strategischen Ziele auch mit KPIs definieren. Was wollen wir messen? Was wollen wir erreichen? Ja, also ein gewisses Performance Measurement im Unternehmen muss vorhanden sein und strategisch verankert sein. Das ist auch bei überraschend vielen der Fall. Und die haben natürlich den entsprechenden hohen Reifegrad in dieser Dimension. Und ja, da sehen wir das Thema Ressourcen, wo wir schon diskutiert von Carmen. Ja, die natürlich die Ressourcen investieren, die sind natürlich auch erfolgreicher. Konnten wir in den Studienreihen mehrmals nachweisen, ja, von nichts kommt nichts, wenn ich nichts investiere. Da kommt natürlich auch nichts zurück, kann ich den Reife gar nicht erhöhen, das ist ja klar. Content, ja, ihr müsst im Content-Marketing genügend informative Inhalte bereitstellen. Artikel, Videos, White Papers, Studien, alles, was eure Kunden und potenzielle Kunden interessiert, muss vorhanden sein. Muss zentral auch erstellt werden, wie wir sehen. Das machen 2/3, wo das wirklich zutrifft. Und dass diese Inhalte dann effizient über verschiedene Kanäle dann auch gestreut werden und teilweise auch wiederverwendet werden. Oder? Also Newsletter-Inhalte werden auch auf Social Media aufgenommen und geteilt. Und ja, Bedürfnisse der Zielgruppe müssen damit natürlich auch adressiert werden mit dem Inhalt. Also Content is King gilt weiterhin. Organisation müsst ihr fit machen, oder? Marketing und Vertrieb muss auf Augenhöhe zusammenarbeiten, ist bei 3/4 der Fall. Eine Organisation sollte skalierbar sein letzten Endes, oder? Auch in der Digitalisierung. Dann greift Marketing Automation eher. Verantwortlichkeiten müssen geklärt sein. Das ist auch bei 4 von 5 der Fall. Und interdisziplinäre Zusammenarbeit extrem wichtig, wie ihr seht, auch für 3/4. Also das Ganze wird interdisziplinär. Gut, dann schauen wir noch die Prozesse an. Ja, das sind vor allem datenbezogene Prozesse. Wichtig, Kundendaten müssen abteilungsübergreifend ausgetauscht werden. Und CRM ist normalerweise kein System. Kein Problem hier 4 von 5. Aber doch, ja, 11%, die das eher nicht zutrifft und noch nicht. Kundendaten natürlich nicht verfügbar sind, wird das schwieriger. Ne? Und auch sowohl für die Generierung von Leads, aber auch für Bestandskunden muss ein Prozess definiert sein. Und wenn diese Prozesse nicht definiert sind, dann kann ich die auch nicht automatisieren. Also, Prozesse im Griff haben natürlich als Hausaufgabe zuerst.
eben Daten auch. Daten müssen zur Verfügung stehen, wie schon erwähnt. Interaktionen mit Leads und Kunden möglichst tracken, durchgängig entlang der Customer Journey. Und die Verantwortlichen, auch die Daten, Data Analytics Chiefs und Marketing Chiefs, die müssen vertiefte Analysen machen können, mit Spezialisten oder alleine bei kleineren Unternehmen. Und Daten, wie gesagt, als wichtige Voraussetzung. Gut, dann noch zu den Use Cases, wo wir dann gleich in der Runde das noch ein bisschen konkreter diskutieren. Wie erwähnt, Verteilung von Content auf Social Media, heute häufigst genannte Use Case. Mit 27% wird das sehr erfolgreich genutzt, also es bringt einen hohen Nutzen. Und weitere 35% wissen Wissen nutzen. Willkommens-E-Mail-Sequenzen bildet das digital ab, das ist ein relativer No-Brainer. Oder zum Beispiel Opt-in, Double-Opt-in-Geschichten, Registrierungs-E-Mails, Onboarding-Anleitungen. Wenn jemand klickt, kriegt er Folge-E-Mails und so weiter. Ja, Lead-Nurturing im Sinne von E-Mail-Kampagnen verschicken mit Empfehlungen. Möglichst nicht verkäuferisch in dieser Phase, oder? Es geht ja wirklich noch um den Lead weiterzuentwickeln im B2B. Ist tatsächlich ein sehr häufiger Use-Case. Gerade vor allem im B2B, wer sieht, bei über 60% gilt das im Wissen nutzen. Ja, dann kommen wir schon zum zweiten Teil. Was noch spannende E-Mails sind, finde ich so triggerbasierte E-Mails, das wird immer weitergehen, das ganze Trigger-Based Marketing, Database Marketing, Kunde hat Geburtstag, kriegt einen Rabattcode, jemand ist im E-Commerce, zum Beispiel bei Fressnapf oder einem anderen Online-Shop und er bricht ab, dass eine E-Mail hinterhergeschickt wird, machen 60-70% der Firmen noch nicht, oder? Aber trotzdem sagen doch schon einige, 35%, doch wird bei uns genutzt und gibt ein bisschen Nutzen, dass man eine Sequenz, zum Beispiel nach einem Bestell- oder Kaufformular oder Download von einem Whitepaper zur Lead-Generierung eben diese Marketing-Automation-Tools nutzt. Retargeting kann auch interessant sein, war jemand auf der Webseite, hat jemand geliked auf LinkedIn oder hat sich mit Unternehmen in Verbindung gesetzt, dass man dann Leute auch retargeten kann, allen voran auf Social Media, LinkedIn, vielleicht teilweise auch Facebook oder auf Google natürlich. Anders wird schwierig, das Retargeting. Wir wissen es mit der Verschärfung der Datenschutzgesetze Ende Jahr. Aber ja, Lead Scoring ist eher am unteren Teil dieser Panflöten-Grafik, den ihr im Report runterladen könnt oder anschauen könnt. Lead Scoring ist wirklich ein B2B-Thema. Reinzuordnen, wie reif ist der Lead schon und kann man ihn langsam übergeben an den Vertrieb? Ist er schon kaufbereit? Dynamische Formulare und so weiter ist noch selten ein Thema. Also, ihr seht ganz viele spannende Use Cases, das ist natürlich längst nicht abschließend. Die variieren auch nach Branche, nach Ziele oder auch Strategie von Unternehmen. Und ist sehr mannigfaltig. Also, ihr kriegt die Resultate auch von vergangenen Jahren und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum spannenden Teil, nämlich wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Ja, Darius, vielen Dank für die MAMI-Erfolgskriterien für schnelles Laufen lernen. Ich würde jetzt gleich rübergehen zu den Expertenfragen. Und die erste ist, welche Herausforderungen, wir haben das von Carmen gehört, bezüglich Content, Lead-Generierung, Content-Marketing, Ressourcen allgemein. Aber welche seht ihr in der Praxis? Deckt sich das mit dem, was wir hier auch als Antworten haben? Oder gibt es da noch spezielle persönliche Erfahrungen? Urs, könntest du deine Sicht darauf schildern? Ja, hallo zusammen von meiner Seite. Ich habe gerade ein Echo, aber das ist mein Problem wahrscheinlich. Bei uns alles gut. Wie bitte? Bei uns alles gut. Bei euch alles gut, das freut mich. Okay. Also, ich gebe euch ein paar persönliche Insights aus dem Agenturgeschäft, die nicht einfach redundant sein sollen zu dem, was ihr gerade gehört habt. Ich muss vorausschicken, wir beraten im Wesentlichen KMUs, also eben nicht nur große Konzerne. Das heißt, wir arbeiten auch mit Budgets unter 1 Million, also kein Problem. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in dem Umfeld von KMUs natürlich auch das Thema Quick Wins
schnelle Ergebnisse, erste Erfolge, dass es enorm wichtig ist. Also ein erstes Learning, ihr müsst irgendwelche Use Cases finden, wo ihr eben relativ schnell auch euer Management überzeugen könnt, hey, hier geht was voran, hier läuft etwas. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann, was halt immer wieder kommt, sind die Anfragen, hey, gib mir doch ein paar Benchmarks, gib mir doch ein paar Best Practices zu Automation Use Cases und bitte noch die perfekten KPIs dazu, damit ich genau weiß, wie das funktioniert. Und bitte schön noch vom Konkurrenten XY. Das ist in der Regel nicht ganz so einfach. Wenn wir das hätten, dürfen wir wahrscheinlich A, nicht für euch arbeiten, weil wir schon für die Konkurrenz arbeiten, und B, wir dürfen die KPI nicht publizieren. Häufig ein Problem. Also leider müsst ihr die Reise selbst machen. Das ist auch noch ganz wichtig. Dann, ich habe gesagt, schnelle Ergebnisse, ja, aber trotzdem, ihr braucht Vorbereitung. Die meisten Marketingleute denken gern in Kampagnenzyklen. Ich mache eine Kampagne, habe ein Ziel, habe ein Budget, habe Content, habe Kanäle, raus damit, ich sehe genau, was passiert ist, next Kampagne bitte. Das geht hier nicht, ihr denkt hier in, wenn ihr auf Triggers aufsetzt, wie wir es gehört habt, dann denkt ihr nachher in Prozessen. Ihr erstellt Prozesse, ihr liefert den Content für die Prozesse, ihr lässt diese, hätte ich schon fast gesagt, Kampagnen, das sind es eben nicht, ihr lässt diese Use Cases ablaufen. Und das ist eine langfristige Denke. Ihr könnt diese Use Cases auch optimieren und verbessern aufgrund der KPIs, die ihr kriegt. Also immer wieder eingreifen. Die perfekte Datenplattform, auch das haben wir gehört. Ihr braucht Daten. Wenn ihr eine Firma seid, die online-only ist, ist das nicht so schwierig. Da habt ihr in der Regel das Problem mit Daten schon gelöst. Wenn ihr aber aus der analogen Welt kommt, habt ihr verschiedene Datentöpfe. Die zusammenzuführen ist ein Projekt für sich selbst. Und wenn ihr dann hört, ja, ja, Datenintegration, dazu braucht man 2 Jahre, dann ist auch der letzte Marketing-Spezialist total frustriert und lässt das Thema gleich mal beiseite. So, ihr braucht gar nicht so viele Daten. Ihr braucht eine E-Mail-Adresse. Ihr braucht ein Geburtsdatum vielleicht. Wie Darius vorher gesagt hat, Geburtstagsmailings. Ihr braucht eine Registrierung für einen Newsletter. Damit geht vielleicht ein Welcome Cycle los. Ihr braucht einen ersten Kauf, zum Beispiel im E-Commerce, damit ihr upsellen könnt. Also ihr braucht nicht alle super integrierten Daten, damit ihr da überhaupt loslegen könnt mit Marketing Automation. Habe ich noch 30 Sekunden, Marc? 20. Also gut, 20. Also ich sage euch eins, Komplexität killt, ne? Und das trifft für kleine Firmen wie für große Firmen zu. Wenn ihr ganz große, komplexe Projektteams habt für Automation, dann ist das nicht der beste Weg zum Erfolg. Ihr braucht agile Leute, schnelle Teams, schnelle Truppen, einfache Use Cases, habt Erfolg, schafft Glaubwürdigkeit im Unternehmen. Wenn ihr mit Komplexität anfängt, dann killt ihr eure Bemühungen von Anfang an. Ich würde euch dringend empfehlen, Quick Wins, einfache Use Cases. So, ich lasse es mal hier. Meine Zeit ist abgelaufen. Marc, ich vielen Dank. Dir wieder. Hey, ich würde gerade gerne zu Klaus rübergehen. Und da geht es um Großunternehmen im Vergleich zu kleineren und mittleren Unternehmen. Klaus, warum ist das so schwierig? Was ist so komplex und welche Herausforderungen siehst du? Also komplex und schwierig. Es geht auch einfach, aber klar, ich meine, die Anforderungen bei Großkunden sind natürlich ein bisschen anders, wie wenn ich jetzt an ein kleines, schlankes Unternehmen rangehe. Wir von Webalize arbeiten halt hauptsächlich mit diesen großen Unternehmen. Da gehört zum Beispiel eine Allianzversicherung dazu, das ist eine Swisscom, Volkswagen, Puma. Also die sind multinational diversifiziert und wir würden gerne, oder wir versuchen natürlich auch pragmatisch heranzugehen und eben diese kleinen Sachen sofort schnell hinzubekommen, diese Time to Market, so wie es der Urs gerade beschrieben hat, aber das klappt bei Großen halt noch ein bisschen schwieriger. Die Herausforderung bei Großkunden, die ich jetzt häufig sehe, ist beispielsweise eben die Datenbasis, diese vielen verschiedenen Datensilos, die man hat. Das sind verschiedene Abteilungen, die haben schon unterschiedliche Konzepte umgesetzt und sich in einer gewissen Weise verwirklicht. Wir haben unterschiedliche Tools, die man dann gleich sieht. Da kann es mal vorkommen, dass ein CRM-Tool von der SAP auf der einen Seite schon vorhanden ist und auf der anderen Seite Microsoft CRM im Kundenservice.
Outlook im einen Team als E-Mail-Tool, Salesforce im anderen Team. Und entsprechend unterschiedlich sind dann die ganzen Datentabellen und ist auch, ich sag mal, die Datenqualität und die Konsistenz. Das heißt, sehr häufig muss man am Anfang anschauen, okay, welche Daten haben wir denn? Identifizieren, welche man wirklich actionable einsetzen kann und darauf dann nachhaltige Cases aufbauen kann. Ein Thema Privacy Compliance, Security Anforderungen. Jetzt haben wir natürlich in der Schweiz das revidierte Datenschutzgesetz. Einerseits jetzt nur für die Schweiz, GDPR für Europa, aber natürlich andererseits dann auch die jeweiligen Compliance-Anforderungen. Also je nach Branche geht da jeder Kunde so ein bisschen, hat da ein bisschen andere Ansätze. Die Zugänge, die APIs zu den Systemen, es ist oftmals explorativ, da stößt man auf so manche Überraschungen, fehlende Dokumentation oder einfach, ist auch schon passiert, dass wir einfach Sicherheitslücken entdeckt hatten. Aber ich finde, ein wichtiger Bereich oder eine Herausforderung ist tatsächlich, diese Teams und die unterschiedlichen User zu enablen, die entsprechenden Tools zu nutzen, Prozesse aufzubauen und dann auch neu zu denken. Das heißt, wir sprechen da von Schulen und Coaching in Teams einzeln. Das ist einerseits der Kampagnenmanager, aber das ist natürlich auch die IT, die ja diese Tools auch weiter pflegen muss und auch warten muss. Und ich denke, erst in dem gesamten Zusammenspiel entstehen diese neuen digitalen Prozesse über die Marketing Automation. Und wenn wir das haben, haben wir den Return on Invest. Also zusammengefasst, Herausforderung eben schnell die Daten und den Kunden verstehen und dann wirklich, ich sag mal, hands-on helfen, entweder ja, wir lösen es mit unserer Expertise oder dann direkt die Mitarbeiter schulen, damit sie das selber lösen können. Vielen Dank, Klaus. Ich übergebe gleich an Alex. Alex, kannst du deine Praxiserfahrung schildern? Wo siehst du die Herausforderungen? Ja, danke, Marc, für die Frage. Wir arbeiten bei AT&A auch hauptsächlich mit kleineren oder mittelgroßen Unternehmen. Ich kann die Ergebnisse aus dem Marketing-Automationsreport grundsätzlich bestätigen. Eine der großen Herausforderungen ist immer Content-Erstellung, gerade in kleinen Marketing-Teams. Zwei Herausforderungen, die mir noch zusätzlich oder mir zusätzlich oft begegnet, sind einerseits, es wurde schon erwähnt, die Datenqualität. Wir stellen oft fest, dass es unvollständige oder fehlerhafte Datensätze gibt und um mit Marketing-Automation starten zu können, muss das zuerst bereinigt sein oder werden, was oftmals ein relativ hoher Aufwand bedeutet. Und das Zweite ist das Thema abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Gerade wenn man zum Thema oder im Bereich Lead Management Automatisierung betreiben will, braucht es da eine enge Zusammenarbeit zwischen Marketing, Vertriebs- und Service-Teams. Und da ist es wichtig, dass in so einem Marketing-Automationsprojekt, welches oftmals von Marketing-Teams getrieben werden, dass da die anderen Abteilungen wie Vertrieb, Sales frühzeitig in den Prozess mit eingebunden werden, um dann auch die Akzeptanz im Daily Business zu fördern. Hey, super, vielen Dank. Okay, jetzt, um zu sehen, wer noch da ist, eine kurze weitere Frage. Du triffst eine Wunschfee und welchen Nutzen wünschst du dir in deinem Unternehmen? Natürlich hat die Fee nicht unendlich viele Wünsche bereit. Deshalb noch die letzte Frage. Hier gerne auch entsprechend abgeben Ihre Stimme. Jetzt, wir wollen jetzt gleich mit den Experten diese Wünsche, beziehungsweise was ist denn der Nutzen und gibt es auch Use Cases, die wirklich super funktioniert haben in der Praxis? Wir haben hier mehr Conversions als Top-Wunsch, den man sich da wünscht. Darf ich da gleich Urs dich nochmals fragen, wieder als Erster. Wie siehst du das? Welchen Nutzen siehst du in der Praxis und hast du einen Use Case dazu? Ja, danke für die Frage. Das halt bei mir immer noch, aber das kriegen wir hin. Der Nutzen.
Ich denke, auf den müsst ihr euch selbst noch arbeiten. Aber versucht doch mal als Schema, nehmt doch mal den Kundenlebenszyklus, wo da alles drin ist, wie vom Kontakt zum Lead, zur Conversion, zu Loyalty-Maßnahmen, Retention, ihr kennt das, ne? Nehmt euch mal diesen Lifecycle und überlegt euch, wo könnt ihr unmittelbar den größten Nutzen generieren. Es muss ja nicht zwingend in dem beliebtesten Bereich sein, nämlich Lead Generation, Lead Nurturing, wo ja alle oder die meisten anfangen, weil halt dort der vermeintlich beste Nutzen, nämlich neue Kunden entsteht. Das muss es nicht sein. Es kann auch weiter hinten sein. Also wir haben diesen Lifecycle Approach durchexerziert mit dem Kunden eForlower. Und den Case findet ihr auch im Marketing Automation Report, den wir ja euch heute vorstellen, beziehungsweise schon vorgestellt haben. Dort seht ihr verschiedene Mehlstaffeln durch den Kundenlebenszyklus. Probiert das mal aus und überlegt euch selbst, wo der Nutzen ist, der größte. Was kann ich noch sagen? Ja, ein anderes Beispiel, das einen klaren Nutzen bringt. Wir haben gerade für einen Reiseorganisator, also so eine Kreuzfahrtgesellschaft, wussten wir nicht, wie die Leute reisen. Also haben wir zuerst mal sie gefragt, zu welcher Zielgruppe gehört ihr? Also wir haben drei Bilder eingeblendet. Ich reise als Single, ich reise als Paar, ich reise als Familie. Und je nachdem, wie dann geklickt wurde, aufgrund der Wahl der Zielgruppe, wurde dann in der Mail, wurden die entsprechenden Angebote eingeblendet. Das heißt, der Nutzen ergibt sich dann erst durch die Wahl des Nutzers selbst. Das ist auch noch ein interessanter Ansatz, dass ihr so arbeitet. Ja, und sonst, wie gesagt, es gibt x Beispiele, die für euch nützlich sein können, von Lead Generation über Retention, über Sunset-Kampagnen. Sunset-Kampagnen habt ihr vielleicht noch nicht gehört. Hin und wieder solltet ihr eure E-Mail-Liste reinigen. Das heißt, Leute, die schon lange nicht mehr reagiert haben, die solltet ihr vielleicht ein letztes Mal anschreiben. Und wenn sie nicht mehr reagieren, raus damit. Weil sonst werdet ihr langsam Opfer von irgendwelchen Spam-Filtern und dann endet ihr irgendwo auf einer Blacklist und dort möchtet ihr nicht sein. Das von meiner Seite. Vielen Dank. Klaus, wie sieht das bei dir aus? Du hast ja auch das Allianz-Beispiel im Marketing Automation Report drin als umfassender Use Case. Was siehst du als weitere Use Cases oder Nutzen? Was siehst du in der Praxis? Ja, ich hatte ja vorhin gesagt gehabt, dass vor allem diese neuen digitalen Prozesse, die eigentlich dann durch Marketing Automation oder durch die Ideen, die dadurch entstehen und die umgesetzt werden, eigentlich der Return Invest kommt. Und besonders die großen oder die diversifizierten Firmen haben da einen zusätzlichen Leverage-Effekt, weil sie, ich sag mal, gewisse Prozesse oder Schemata einfach mehrfach anwenden können. Eben B2C-Cases lassen sich zum Beispiel recht schnell auf B2B übertragen oder vom einen Team aufs andere Team, weil gewisse Prozesse hat halt jeder immer wieder drin. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn man Verträge unterschreibt. Das ist ein interner Prozess, es müssen mehrere Leute zustimmen und dann geht das an den Partner, der gegenzeichnet. Das haben viele Teams, das haben viele Firmen, das haben die vielen Abteilungen. Lässt sich eigentlich durch so eine Automatisierungssoftware und Case dann wirklich direkt umsetzen. Ich mache mal vielleicht ein anderes Beispiel. Für, ich sag mal, komplexe Versicherungsprodukte, Finanzversicherungsprodukte, wo ich von Up- oder Cross-Selling machen will. Ich habe immer mein Vertriebsnetz, meine Offline-Vertriebsmitarbeiter weg. Keiner kauft mir Hypothekenkredit direkt online. Das ist einfach zu komplex, solche Produkte. Braucht dann individuelle Beratung und dann auch, wie ich eine Person dahinter sehen. Ich brauche einen gewissen Trigger, wenn ich jetzt auf der Verkäuferseite bin. Und in dem Bereich ist halt häufig so, dass wenn eine Lebenssituation sich verändert, habe ich einen idealen Trigger und in dem Moment hat er ein Bedürfnis auch tatsächlich, sich neu zu versichern, höher zu versichern oder halt einen Kredit abzuschließen. Also beispielsweise, wir stellen fest in der Datenbank, jemand ist von Single auf verheiratet gewechselt. So, was passiert da? Ich kann natürlich jetzt beispielsweise automatisiert eine E-Mail von meinem
Berater im Namen meines Beraters an diese Person rausschicken. Ich habe ein Netzwerk von, ich sage mal, 50, 60 Berater. Die machen das eigentlich, oder viele machen das immer noch selber, händisch. Und wieso denn nicht einfach diesen Case direkt durch ein System abwickeln? Mit einem schönen Foto, persönlich anschreiben, hier sind die zusätzlichen Vorteile, wenn du nicht noch deinen Partner mit dazu, Partnerin mit dazu versicherst. Und idealerweise nimmt man in so eine E-Mail natürlich noch mehrere andere Themen mit. So, lässt sich super analysieren, wo klickt der Endkunde anschließend drauf und kann dann nochmal eine kleine detaillierte Follow-up-E-Mail schicken. Der Nutzen, zum Beispiel jetzt nur aus so einem Case, ist, der verantwortliche Berater, der das bisher manuell selber rausgeschrieben hatte, weil er festgestellt hatte, ach, du bist ja jetzt verheiratet, spart sich die Zeit, muss keine E-Mails mehr schreiben. Ich meine, der Berater kann eigentlich am Ende des Tages nur noch den finalen Abschluss dann reinholen. Die Firma hat einen Benefit, weil sie nicht mehr abhängig ist von den jeweiligen einzelnen Mitarbeitern, dem Geschick oder das Können, das Engagement des einzelnen Beraters, sondern das ist eigentlich dann ein firmeninternes Vorgehen, das auch funktioniert. Und ich habe messbare Learnings und das finde ich halt, ist der wesentliche Faktor. Ich kann wirklich statistische Größen erstellen, empirisch aufzeigen, welche Vorgehensweise klappt. Also ich kann natürlich dann auch schöne kleine AB-Tests einbauen und da sehr schnell dann einen Benefit fürs Unternehmen generieren. Vielen Dank. Hey, Alex, ich nehme dich jetzt gleich doppelt dran, bei der nächsten Frage dann auch, aber vielleicht noch zu dem, kannst du deine Use Cases schildern oder deine Nutzen und deine Erfahrungswerte? Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass wir in den meisten Projekten, die wir über die letzten Jahre begleitet haben, ging es in erster Linie darum oder kam der Kunde mit dem Need, neue Leads über digitale Kanäle zu generieren und diese zu qualifizieren. Und gerade das Qualifizieren von Leads, also das Erkennen, ob ein Lead kaufbereit ist, ist aus meiner Sicht einer der größten Mehrwerte dieser Automationssysteme, wenngleich auch eine der größten Herausforderungen. Denn es gibt nicht ein Schema X, das man über alle Unternehmen runterbrechen kann, sondern ist sehr vieles basiert da auf Erfahrungen. Im Marketing-Automationsreport finden Sie einen Use Case der Firma Talsee, den ich niedergeschrieben habe, oder das Unternehmen, das ich jetzt ein paar Jahre schon begleite. Die Firma Talsee ist ein KMU, das auf die Herstellung von hochwertigen Badezimmer- und Badezimmermöbel spezialisiert ist und die arbeiten seit ein paar Jahren bereits mit HubSpot, einer sehr bekannten Marketing-Automationssoftware. Talsee hat festgestellt während der Pandemie, dass die Akquise von neuen Leads ziemlich stark zurückging, denn sie hatten den größten Teil ihrer Leads über ihre Standorte, also ihre Ausstellungen generiert und mussten so eine neue Wege finden, um neue Leads zu generieren. Also hat man sich entschieden vor ein paar Jahren, dass man vermehrt in die digitale Lead-Generierung investieren will. So wurde dann eine Web-Applikation entwickelt, über welche Kunden ihr Bad vorkonfigurieren können, sich inspirieren lassen können und auch online einen Termin direkt vereinbaren können. Diese Informationen, die über diese Web-App generiert werden, werden dann über eine Schnittstelle an HubSpot weitergegeben. Und in HubSpot werden die einzelnen Leads aufgrund ihres Verhaltens oder aufgrund der Schritte, die sie durchgeführt haben, erhalten über das Lead-Scoring eine bestimmte Anzahl Punkte. Und sobald sie eine bestimmte Gesamtpunktzahl erreichen, werden diese dann automatisch ans Beraterteam zur 1:1 Kontaktaufnahme weitergeleitet. Wenn die Leads diesen Status noch nicht erreicht haben, werden über das System automatisierte Aktivierungs- oder Reaktivierungs-E-Mails versendet, wo dann aufgefordert wird, dass noch die nächsten Schritte ausgeführt werden oder dass noch ein Moodboard erstellt werden können. Der große Nutzen dadurch ist, oder das hoffen wir, dass das System ist momentan in einer Testphase, ist, dass wir die kaufbereitesten Leads an das Beraterteam weitergeben können, sodass die Ressourcen des Beraterteams möglichst effizient eingesetzt werden und so möglichst die kaufbereiten Leads abgefrühstückt werden können und so zum Kauf bewegt werden können.
Cool, vielen Dank. Hey, ich habe euch vorgewarnt, oder? Das sind ja unsere Babys und natürlich haben wir da extrem viel Passion drin und diese Cases, das finden wir super spannend und natürlich klingt das auch gut. Aber trotzdem möchte ich noch auf persönliche Learnings eingehen. Also was sind so die Hacks und Tipps? Was ist wichtig? Was ist nicht so wichtig? Und möchte hier das ganze Forschungsteam nochmals aufrufen, dass jeder wirklich kurz und knackig in einer Minute sein persönliches Learning mitteilt. Was ist denn wirklich so die tolle Erfahrung? Was ist der Hack? Wie baut man Marketing Automation aus oder auf? Wie macht man das? Hey, und jetzt, wie versprochen, Alex, ich gebe den Ball gleich wieder zurück an dich. Ja, ich glaube, Urs hat das vorhin schon erwähnt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man schnell Erfolge erzielen kann. Weil die Systeme, gerade jetzt Systeme wie zum Beispiel HubSpot oder wenn man Salesforce, die haben fast unbegrenzte Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man zuerst vielleicht mit bestehenden Marketing- und Sales-Prozessen beginnt, einfache Prozesse versucht abzubilden und dann nah diese ausbaut und da komplexere Workflows und Automatisierungen dann bauen kann. Mhm. Klaus? Ich bin Verfechter der These Make Failures Early. Da gibt es eine tolle Studie von der Harvard-Universität, The Golden Children versus Early Losers. Das heißt, man hat Kinder analysiert, wie die aufwachsen. Das heißt, total gepampert und behütet. Oder diejenigen, die einfach früh hinfallen und hat anschließend analysiert, welche sind erfolgreicher. Und ich glaube, es ist klar, wenn ich schnell hinfalle, dann mache ich den Fehler nicht nochmal. Und ich möchte natürlich motivieren, genau eben reinzugehen und das zu machen. Und was wir halt oftmals sehen ist, gerade bei größeren Firmen, es gibt immer Leute, die haben einfach Angst, Fehler zu machen. Da macht man lieber nichts, weil man könnte ja was falsch machen, man könnte kritisiert werden. Ich meine, bestes Beispiel ist die Nokia-Handys. Bei mir ist der Klaus weg, hört den noch? Automation aus. Ha. So, jetzt war mein Netz kurz weg. Jetzt bin ich wieder da. Ist wieder zurück, ja. Ah, sorry. Also ich würde eben, hab Mut, vorwärts zu gehen. Habt keine Angst, Fehler zu machen und probiert die Sachen aus. Nur so kommt man tatsächlich vorwärts und da erkennt man, ob es einen Mehrwert gibt. Cool. Herr Urs, deine Takeaway-Message. Okay, das meiste wurde natürlich schon gesagt. Ich muss euch gestehen, ich habe eine ganz schlechte Nachricht für euch. Weil Technology is not first. Weil Strategy is not inside. Also ihr müsst euch schon das Know-how, die Ziele, die Use Cases selbst erarbeiten, die Anforderungen selbst erarbeiten, bevor ihr diese Anforderungen auch an die Technologie stellen könnt. Und auch wenn irgendwelche Technologieverkäufer euch das Blaue vom Himmel runter versprechen, macht zuerst eure Hausaufgaben, bevor ihr die Technologie auswählt. Nicht umgekehrt. Ich habe schon viele Firmen gesehen, die Technologielizenzen zahlen, die dann nicht nutzen, weil sie nicht wissen, wie. Das andere, ja, Trial-and-Error-Kultur, ich kann das nur bestätigen, was Klaus gesagt hat. Wer diese Kultur nicht hat, wird fehlen. Das ist ganz wichtig. Und je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist vielleicht diese Message. Weil wenn ihr im Projektteam die notwendigen Attention, die Prioritäten nicht habt, wenn es Unpässlichkeiten gibt, Machtspiele gibt und so weiter, kommt ihr nirgends hin. Ihr braucht agile Teams, die genau wissen, was sie wollen, die Erfolge haben wollen, schnelle Erfolge zeigen wollen. Das ist entscheidend. Aber die gute Message, think big, start small, justify yourself, build credibility in-house, grow with use cases. That's cool. It. Hey, Darius und Carmen, habt ihr auch noch eine Take-Home-Message? Was ist euer persönlicher Hack oder Erfahrung, die ihr mitgeben könnt?
Ja, meine ist natürlich, ich habe die Daten im Griff, weil ich aus der Analytics-Ecke komme, oder? Also schaff die Datengrundlage, sprich Website-Daten, Digital Analytics-Daten, CRM- und E-Mail-Daten vor allem. Und ja, bildet euch weiter. Die Welt dreht sich so schnell, ja, da muss man sich ständig updaten. Es ist verdammt anstrengend, aber ja, es lohnt sich, weil es ist spannend und das macht auch unseren Beruf als Forscher oder auch als, ja, als Dozent so spannend. Weil mein Grundsatz ist, a fool is a tool is still a fool. Und das gilt auch für Marketing. Oder? Man, a fool with a marketing tool is still a fool. Also bildet euch weiter. Bleibt offen, bleibt neugierig und mir gefällt die Einstellung auch, die Urs hat und auch Klaus. Probiert aus, macht Fehler und vernetzt euch, ja, und ja, bleibt neugierig und tobt euch aus und fangt lieber mit kleinen Schritten an, macht erste Erfolge und nicht zu lange warten, weil ja, die anderen sind alle dran, also schaut, dass ihr dran bleibt. Cool. Carmen, hast du auch noch last but not least Hacks und Tipps, wie man Marketing Automation nutzen, ausbauen kann? Ja, also was mir noch aufgefallen ist, oder wir haben die Unternehmungen ja auch befragt, für ihren selbst eingeschätzten Reifegrad in Marketing Automation und einige haben auch noch erwähnt in einem offenen Feld, oder das fehlendes Verständnis zum Beispiel bei Schlüsselpersonen und Geschäftsleitung etc. nicht vorhanden ist und dass man da vielleicht auch das Bewusstsein, Verständnis schaffen kann, indem man einfache, also dieser Begriff Marketing-Automation in einfache, konkrete Use Cases herunterbrechen kann, damit man auch das besser versteht und nicht als ganzen Begriff, falls man da noch sehr am Anfang sich befindet. Hey, das ist eine Top-Überleitung. Vielen Dank, Carmen, für dann die erste Frage. Ja. Vorher aber gern noch die letzte Umfrage von unserer Seite. Wir hoffen jetzt, dass wir euch angesteckt haben mit diesem Marketing Automation Bug, dass ihr das jetzt auch so passioniert angehen wollt. Und deshalb hier die Frage, was wirst du als nächstes in Bezug auf Marketing Automation unternehmen wollen? Bitte hier auch kurz die Antwort dazu. Und dann gibt es gleich die Handouts. Ich gebe die gleich frei. Ich zeige noch kurz das Resultat. Ihr seht es live. Ich schaue mir den Mami an und setze meine Prioritäten. Super, das freut uns. Gerne Feedback, wie wir das verbessern können. Ich weiß, es hat viele Experten auch unter den Teilnehmern. Richtig cool, wenn wir uns da austauschen können. Jetzt die Handouts. Es gibt eine Zusammenfassung und es gibt den ganzen Marketing Automation Report, der per sofort jetzt verfügbar ist und ihr unter Apps unten runterladen könnt. Ihr findet das da in der rechten unteren Ecke mit diesen drei Punkten. Und da drauf seht ihr jetzt diese Handouts, die ihr gerne mitnehmen könnt. Ihr findet das auch im Nachgang per E-Mail, wenn ihr hier wieder reinkommt in diesem Webinar-Room, ist das Ganze drin. Jetzt zu den Fragen. Wir haben hier den Florian Preck mit der top aufgewerteten Frage. Und ich finde das eben spannend, was du, Carmen, gesagt hast bezüglich, ja, wie wird das Ganze definiert und wie umfangreich ist es denn? Die Frage lautet, wie wird hier Marketing Automation definiert? Und ich würde die Frage dann gerne an Alex weiterreichen. Die anderen Technologien, also zum Beispiel Social, E-Mail etc., das sind ja auch Bestandteile von Marketing Automation. Alex, wie siehst du das? Wie definierst du das? Also ich glaube, schlussendlich ist die Definition im Report, ist das die Automatisierung von repetitiven Prozessen aus Marketing und Sales grundsätzlich. Ich stelle mir diese Frage auch. Ich habe ja, glaube ich, 2017 meine Masterarbeit zu dem Thema gemacht und da war das schon ein großes Thema. Und das herrscht oft Verwirrung und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Systeme. Es gibt die großen Systeme, wie zum Beispiel HubSpot, wo all diese Technologien vereinen. Und dann gibt es halt sehr dedizierte, die zum Beispiel den E-Mail-Marketing-Bereich abdecken oder den Social-Media-Bereich abdecken. Schlussendlich geht es, glaube ich, immer um Automatisierung und wenn Prozesse automatisiert sind. Ich glaube, das ist die übergeordnete Gemeinsamkeit all dieser Tools, die hier auch vorgestellt wurden. Mhm. Cool. Möchte ein anderer Experte, Forschungspartner etwas dazu noch ergänzen?
vielleicht hier, das verschwimmt, glaube ich, so langsam. Also Marketing Automation, würde ich mal sagen, ist so wirklich ein großer Sammelbegriff. Und in meinen Augen ist Marketing Automation einerseits, dass ich einen Prozess abbilde, natürlich in Technologie. Das gibt schon 100.000-fach. Im Moment kann ich ganz normale, einfache Command-Line-Tools auch verwenden. Ich definiere einen Content. Und das Dritte ist, ich muss einen Kanal noch definieren, wo das Ganze rausgeht. Und das sind eigentlich so die drei Bestandteile für mich, was Marketing Automation ausmacht. Das heißt nicht gleichzeitig, dass ich immer rausgehen muss. Ich kann ja auch einfach mit interne Kommunikation machen. Also da gibt es ja viel, sagen wir, einfaches Jira ist im Endeffekt ja auch schon, hat er schon so Bestandteile von Marketing Automation. Und ich glaube, wir werden in Zukunft das noch weiter sehen, dass sich das diversifiziert, dass da Lösungsanbieter auf den Markt kommen, die sich nur für kleine Elemente fokussieren und das aber vielleicht nicht Marketing Automation bezeichnen, was wir aktuell noch als Marketing Automation sehen. Mhm. Ich habe den Alex Schöpf, selbst auch Marketing Automation, erfahrener Experte. Er fragt, wie ist eure Erfahrung bezüglich Inhalten auf verschiedenen Kanälen automatisch zu publizieren? Also beispielsweise, wir hatten es auf LinkedIn mal verglichen und gesehen, dass wir mit Automation stark abgestraft wurden, circa ein Drittel der Views. Hat hier jemand eine Meinung dazu? Weiß hier jemand Bescheid? Urs, vielleicht du? Also ich denke, Contentproduktion, zentrale Contentproduktion und kanalspezifische Auslieferung ist das Thema schlechthin. Und ich würde dir gerne sagen, dass ich jemanden kenne, der das Problem gelöst hat. Ich sehe eigentlich niemanden. Das ist eigentlich meine Botschaft dazu. Aber Content anziehen, automatisch, Headless CMS, die Thematik, dann in Templates ausspielen, über E-Mail, weiß Gott wohin, das ist die ideale Welt, aber das ist ein langer Weg dahin. Hier vielleicht noch die Ergänzung, oder? Ich glaube, LinkedIn mag es nicht, wenn es Automatisierung erkennt. Aber deshalb gibt es auch immer mehr diese LinkedIn Automation Tools, die halt eben auch das Verhalten so anpassen, dass es LinkedIn fast nicht mehr merkt. Aber ich glaube, du gehst jetzt mehr auf das Thema ein. Ich denke mir die Frage zu Ende, dass es halt wirklich automatische Publikation über so Zwischentools ist, dass man halt das zentral steuern kann und dann eben automatisiert publizieren kann auf verschiedenen Kanälen. Ich sehe da wenig Abstrafung, solange es Content ist, der wirklich auch konsumiert wird und der halt funktioniert. Es gibt bei LinkedIn diesen Index, den man selbst aufrufen kann für sich, wo das dann auch angezeigt wird, wie gut, dass man da selbst steht. Und dieser LinkedIn-Score, der sollte über 60 sein. Das ist so die, sag mal, die Hausnummer, die ich sehe. Wenn man da drunter ist, ist wahrscheinlich die eigene Aktivität oder das eigene Netzwerk oder die eigene Content-Erstellung verbesserungsbedürftig. Ich gehe über zu Marianne Herrmann. Sie hat noch die letzte Frage. Wie ordnet ihr das Thema Lead Scoring ein? Gemäß den Resultaten wird es ja noch nicht so oft erfolgreich genutzt. Wie seht ihr das? Hat hier jemand eine Meinung? Alex, du hast das Lead Scoring erwähnt. Ja, also ich kann insofern bestätigen, dass das eine Herausforderung ist, ein richtiges Lead-Scoring einzurichten, das auch wirklich die Leads richtig bewertet. Schlussendlich ist die Antwort darauf testen und Erfahrungen sammeln. Und da braucht es sicher einen sehr starken Austausch zwischen Vertriebsteam und Marketingteam, also dass die Rückmeldungen kommen, sind die Leads, die qualifiziert sind, die auch wirklich qualifiziert, und entsprechend muss man dann wieder Anpassungen vornehmen. Also ein laufender Prozess, der durchaus eine Zeit gehen kann, wo man jeweils die Erfahrung sammeln muss und dann wieder optimieren muss. Okay. Hey, ich biete an, dass wir die Fragen, die jetzt noch offen sind, dass wir die noch im Laufe von nächster Woche auch mit diesem ganzen Webinar dann publizieren und auf Marketing Automation Report hochladen. Ihr bekommt jetzt, wenn ich das Ganze dann beende, gleich die Mail
wo die Zusammenfassung drin ist und eben auch, falls ihr das noch nicht geschafft habt, diese Handouts und vor allem den Marketing Automation Report. Vielen Dank an das ganze Forschungsteam, vielen Dank an die vielen Teilnehmer, wir freuen uns immer auf Feedback, war richtig cool, hat super Spaß gemacht, zusammen das zu erarbeiten, tolle Fragen. Ich würde sagen, auf bald. Vielen Dank.